Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Jetzt sind in der Debatte ein paar Punkte genannt, da muss man schon auch noch mal drauf eingehen. Zum einen ist jetzt von mehreren Rednern vorgeworfen worden, und Frau Ministerin Dorn hat es auch wiederholt, dass wir das System der Fallpauschalen nicht als ein Problem und als eine zentrale Ursache für Probleme im Gesundheitswesen benannt hätten. Das stimmt so nicht. Wenn Sie mir richtig zugehört hätten, hätten Sie die Formulierungen gehört, dass es eben dieses betriebswirtschaftliche Instrument ist, das für Kostendruck, für Fehlanreize sorgt und dass man das System der Fallpauschalen überwinden muss. Und wenn Sie da mit uns einer Meinung sind und wenn Sie dieses System auch beklagen, dann frage ich mich doch, wo sind die Initiativen der Landesregierung, auch in Richtung Bund Einfluss zu nehmen, dass diese Fehlanreize überwunden werden? Wo sind die Initiativen der GRÜNEN? Wo sind die Initiativen der CDU? Wenn sogar die FDP Korrekturbedarf sieht, wo sind denn Ihre Initiativen? Und ansonsten, Frau Ministerin, lade ich Sie gerne ein. Es gibt ja ein gesellschaftliches Bündnis, das das Fallpauschalensystem zugunsten einer bedarfsgerechten Finanzierung überwinden will. Da können Sie sicherlich mitmachen. Da wären Sie als Mitstreiterin sehr gut aufgehoben. Also machen Sie da mit, wenn Sie das Fallpauschalensystem als Problem empfinden. Herr May, Sie haben jetzt noch einmal die Change-of-Control-Klausel so ein bisschen despektierlich dargestellt. Die Debatte um die Frage Rückführung und so, das sei ja nichts. Die Linken, die wollen da eine Enteignung. Das sei überhaupt nicht zu Ende gedacht. Und es würden Behauptungen über die Change-of-Control-Klausel angestellt, die gar nicht stimmen. Das stimmt ja alles so gar nicht. Lesen Sie doch da auch noch einmal deutlich unseren Antrag. Das Interessante ist aber, was weder der Herr May als Vertreter der GRÜNEN noch die Frau Ministerin von den GRÜNEN, Frau Dorn, gesagt haben. Sie haben zwar gesagt, dass Ihre Haltung immer privatisierungskritisch war. Und im Übrigen, die Anträge, die Sie hier vor 2013 im Landtag gestellt haben, tragen auch eine ganz andere Sprache als jetzt, wo Sie an der Regierung sind. Aber Sie haben nicht über die Frage gesprochen, was Sie denn für Schritte aus dieser Haltung ableiten. Und da frage ich ganz konkret, wenn Sie die Situation nicht nur beklagen wollen, wo waren denn, Herr May, Ihre Initiativen, den Einfluss des Landes auf das Klinikum wieder substanziell zu erhöhen? Wann haben Sie denn unabhängig von der Change-of-Control-Klausel Verhandlungen geführt, die Anteile des Landes am UKGM wieder zu erhöhen? Wann haben Sie versucht, auf die Aktionärsübernahmeschlachten beim Rhön-Konzern Einfluss zu nehmen? Haben Sie einmal darüber nachgedacht, Aktienanteile da zu erwerben, um den Einfluss des Landes zu erhöhen, um eine Sperrminorität zu erlangen, um auf die Unternehmensentscheidungen Einfluss zu nehmen? Das haben Sie alles nicht getan. Stattdessen werfen Sie, ohne große Zugeständnisse zu bekommen, dem Konzern immer mehr Millionen hinterher. Und das ist keine verantwortliche Haltung. Das ist keine wirkliche Haltung in der Frage Rückkauf. Das sollten Sie einmal bei sich anfangen, anstatt hier anderen etwas vorzuwerfen. Und wenn Sie dann sagen, dass wir uns auf das Zukunftspapier, wie es ja so schön heißt, von 2017 beziehen, dann will ich Ihnen mal etwas sagen zum Zukunftspapier. Das, was Sie damals bekommen haben, keine betriebsbedingten Kündigungen, kein Outsourcing und eine Übernahmegarantie für Azubis, da hatte der Rhön-Konzern zu diesem Zeitpunkt gar nichts anderes geplant. Für den Rhön-Konzern war das angesichts von Pflegemangel eine Selbstverständlichkeit, sich auf diese Zusprachen einzulassen. Aber das Problem, das entsteht eigentlich jetzt, wo Asklepios kommt. Und wenn Sie nicht wissen, dass mit Asklepios Probleme drohen, dann hören Sie doch einmal auf das, was die Kolleginnen und Kollegen von Gewerkschaften von Verdi sagen. Asklepios macht Ausgliederung. Asklepios missachtet die Tarifverträge. Asklepios missachtet die betriebliche Mitbestimmung. Wenn dieses Zukunftspapier auch nur irgendeinen Wert haben soll, dann müssen Sie das gegenüber Asklepios durchsetzen. Weil für den Rhön-Konzern war es unter anderen Bedingungen eine Selbstverständlichkeit. Hier müssen Sie Haltung beweisen. Das müssen Sie einfordern. Und wenn dann die FDP zu Hochform aufläuft wegen unserem Antrag, dann freut uns das sehr. Da haben wir Sie sozusagen ideologisch, glaube ich, an der richtigen Stelle gekniffen. Ich will Ihnen aber noch einmal etwas sagen. Sie haben gesagt, Sie freuen sich über die großen Krankenhauskonzerne. Bitte? Sie freuen sich über die großen Unternehmen im Gesundheitswesen. Worüber Sie dabei nie sprechen, sind die Gewinne,
die aus der Patientenversorgung erzielt werden, die aus dem Krankenhaussystem quasi abgeschöpft werden. Der Rhön-Konzern 87 Millionen 2015, 58 Millionen 2016, 36 Millionen 2017, 51 Millionen 2018. Herr Abg. Schalauske, Sie müssen zum Schluss kommen. 44 Millionen 2019. Was hätte man mit diesem Geld alles Sinnvolles für die Gesundheitsversorgung machen können? Stattdessen landet das in den Taschen der Aktionäre für die Dividenden. Das wollen wir nicht haben. Und, Frau Ministerin, ich komme zum letzten Satz. Wenn Sie Haltung beweisen wollen, wenn Sie Gespräche führen wollen, dann frage ich Sie, wann beantworten Sie den offenen Brief des Aktionsbündnisses? Wann sprechen Sie mit den ehemaligen Mitstreiterinnen und Mitstreitern aus Gewerkschaften, aus Parteien und aus der Belegschaft? Die warten nämlich auf Ihre Rückmeldung.